Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Aserbaidschan Grand Prix. Die Streckendetails. Am 28. April beginnt die vierte Ausgabe des Aserbaidschan Grand Prix. Dank der enormen Rohöleinnahmen konnte sich das Land den Grand Prix leisten. Seit 2016 fährt die Formel 1 am Kaspischen Meer. Dieser Grand Prix ist der erste Startkurs dieser Saison. Entworfen wurde die Strecke von Streckenarchitekt Hermann Tilke. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 20 Kurven, 12 Linkskurven und 8 Rechtskurven. Auf den hier gezeigten Abschnitten kann man bis hoch in den achten Gang schalten. Insgesamt 78 Mal werden die Gänge pro Runde durchgeschaltet, was bedeutet, dass das Getriebe der Boliden im Rennen mindestens 3.978 Schaltvorgänge aushalten muss, bevor sie durchs Ziel fahren. Die Boxengasse hat eine Länge von 390 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf kurzfristige Führungskilometer von Bernd Meilener liegen bei 66%. Der Vollgasanteil liegt bei etwa 56%, indem der Pilot das Gaspedal voll durchtritt. In den bisher drei Ausgaben des Aserbaidschan Grand Prix in Baku gewann nur einmal der Pole-Sitter, was eine Quote von 33% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 51 Runden lang gegen den Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 306,306 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 6.006 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden, und zwar auf der Start-Zielgeraden und zwischen den Kurven 2 und 3. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Super-Soft-Soft-Ultra-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Daniel Ricciardo mit 344,4 km/h. Die schnellste Rennrunde ging an Valtteri Bottas mit einer 1:45.149, gefahren in Runde 37. Bis einschließlich Runde 30 lag Sebastian Vettel vorne, dann übernahm Valtteri Bottas für 18 Runden und ab Runde 49 Lewis Hamilton. Schnellster Boxenstopp war der von Lance Stroll. Seine Zeit war eine 19,737 in Runde 23. Die durchschnittliche Geschwindigkeit lag bei 177,012 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:43.441, gefahren von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2017 mit seinem Ferrari SF70H. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2017 ein mit einer 1:40.593. In Baku werden die Mischungen C2, der harte Reifen, C3, der Medium und C4, der weiche Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Ultrasoft, Supersoft und Soft gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund der extrem langen Geraden werden die Bremsen wie auch beim letzten Grand Prix in China sehr hart beansprucht, da es 6 sehr harte Bremszonen gibt. Der Spritverbrauch ist deutlich höher als der Richtwert von 2 Kilo pro Runde. Aber auch das Energiemanagement wird wegen vielen Beschleunigungsphasen gefordert. Schwierige Kurven. Die Kurvenkombination 8 bis 10 ist sehr schwierig, da hier nur 7,5 Meter Platz sind. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse. Beim Debütrennen 2016 gab es keine Safety-Car-Phase, aber dafür 2017 und 2018. 2017 gab es nach dem Ende der Safety-Car-Phase in Runde 19 einen absichtlichen Zusammenstoß von Sebastian Vettel gegenüber Lewis Hamilton. Laut Vettel habe Hamilton mit ihm einen Bremstest durchgeführt. Hamilton beklagte, dass Vettel absichtlich eine Kollision herbeigeführt habe. Eine Auswertung der Telemetriedaten ergab, dass Hamilton nicht gebremst hatte. Vettel bekam für den absichtlichen Zusammenstoß eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. 2018 kollidierten die beiden Red Bull-Piloten Daniel Ricciardo und Max Verstappen bei Tempo 340. 2018 wollte Romain Grosjean während der zweiten Safety-Car-Phase seine Reifen auf Temperatur behalten, als er die Kontrolle über seinen Boliden verlor und in die Streckenbegrenzung fuhr. Anders als die Stadtstrecken in Singapur oder Monaco ist die Strecke in Baku eine mit wenig Abtrieb. Abgesehen von Monza wird auf keiner anderen Strecke im Kalender mit so wenig Anpressdruck gefahren. Die bisherigen Sieger des Aserbaidschan Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Aserbaidschan. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben! Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal! Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!